jetzt aktuell sind wir immer noch in München, stehen am Studio. Genau, bei Sport 1 jetzt. Sport 1 jetzt und wir fragen uns eben, ob wir singen oder reden müssen. Genau, oder tanzen. Tanzen. Eventuell. Ja, wahrscheinlich müssen wir schon irgendwas sprechen. Ja, reden können wir und lesen können wir auch. Also, noch klingt das so optimistisch. Ja, wir werden es später sehen. Also ich denke, wir werden es irgendwie wacker durchschlagen können. Aber habt doch Spaß. Wir sitzen hier alle zusammen und es ist keiner bisher von der Challenge wieder zurückgekommen. Schauen wir mal, was passiert. Keine Ahnung. Oh Mann, das ja, kann. Wir anders schlimmst. Das kann ganz schön schwer werden, ja. Guten Tag. Das Dribble von Frank Ribéry. Und die deutsche Mannschaft. Zuerst tritt sie auf die Socceroos aus Australien. Bafana, Bafana. Serbiens Beli Orvoli. Beli Orlovi. Beli Orlovi. Jens Beli Orlovi. Beli Orvoli. Beli Orlovi. Die weißen Adler. Bafana, Bafana. Wird Coach diese Mannschaft. Auch die Niederlage. Und die Niederlande und Frankreich machen sich Hoffnung. Südafrika trifft im Eröffnungsspiel auf Mexiko, Tricolor und... Und die Furia, Roya, Xavi, Iniesta und Puyol. Gott, jetzt kommen ja die ganzen Namen. Und das war dann schon hart. Man dreht einfach irgendwie ein bisschen aufgeregt in den Zettel um. Und dann steht einfach ein riesen langer Text und dann auch noch in so einer komischen Schriftart. Ich dachte, oh Gott. Les Elfandos heißen die... Ivona der Lions Intompedable, die unzählbaren Löwen. Ihre Teams haben auch besonders klangvolle Namen. Les Lions Indomptables. Les Lions Indomptables. Les Lions Indomptables. Les Elephants heißen die Ivora. Les Elephants heißen die Ivora. Les Lions Indomptables. Les Lions Indomptables, die unzählbaren Löwen, wird die Mannschaft aus Kamerun genannt. Aber so viel kann man auch noch nicht sagen, denn es ist die zweite Challenge. Wir sind alle noch relativ aufgeregt. Das wird sich wahrscheinlich erst im Laufe des Tages legen. Ja, Textsicherheit unterschiedlich. Meiner Meinung nach könnten noch ein bisschen mehr Emotionen rein. Ich bin ja jetzt als Zweiter dran gewesen, habe also die meisten noch gesehen. Muss ich sagen, ziemlich starke Leistung. Ich habe jetzt ja nicht erkannt, dass irgendwie welche Leute so richtig krass schlecht waren. Hier beginnt sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Die Challenge zeigt schon ganz klar Stärken und Schwächen von einigen unserer Kandidaten. Das hat jetzt schon Aussagekraft, auf jeden Fall. Das hier ist ein Casting für eine ernstzunehmende Aufgabe. Das heißt, wir suchen wirklich die besten vier von euch. Was wir jetzt gesehen haben, war teilweise so, dass wir sagen, komm, wir schieben jetzt noch eine Challenge rein.